Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen Toyota Gabelstapler vorstellen. Der kostet 35.000 Euro, 50 km/h soll er schnell sein, 110 Liter Volumen, finde ich ein bisschen sehr unrealistisch, auch die Geschwindigkeit. 90 PS, 66 kW und 135 Euro Unterhalt am Tag, ist auch ein bisschen sehr teuer. Du hast hier auch die Möglichkeit, hier eine andere Hauptfarbe zu kaufen. Ich habe jetzt mal die Original gekauft. Jetzt kaufe ich mir noch den hier dazu. Kostet 400 Euro Aufpreis, dass ihr einen Unterschied auch sehen tut. So, das hier ist jetzt den, was ich jetzt neu gekauft habe. Das sollte jetzt ja eigentlich orange sein, aber er ist irgendwie so grün. So, das ist jetzt den ersten, den ich hier gekauft habe. Da könnt ihr, zeige ich euch gleich noch, welche Toilettengabel ihr da nehmen könnt. Da gehen wir wieder hier rein. Van Telelader, findet ihr den? Und dann habe ich mir hier diese Toilettengabel gekauft. Ihr seht hier, ich besitze schon hier eine. Also die kann ich nehmen. Da könnte ich jetzt auch, denke ich mal, hier die Ballengabel sogar nehmen. Schauen wir mal, ob die jetzt auch passt. Können wir sie bei den anderen anhängen? Müssen wir schauen, wo die jetzt gelandet ist. Ah, die eine ist hier daneben gelandet. So, dann starten wir den mal. Den zweiten. So, fahren wir durch, wie man sieht. Rückfahrwarnton und Rückfahrwarnlicht. Entschuldigung, Warnton und Rückfahrlicht funktioniert. Hupe. Schauen wir mal. Ja, sieht man hier, die Ballengabel können hier auch anhängen. Mit dem linken Maus gehalten, links und rechts, also rechts zurück, links vor. Maus zu mir geschoben und nach oben, dann wieder nach oben. Dann hier Rundumleuchte funktioniert auch. Schauen wir mal, hat der Blinker. Blinker hat er ja, aber ich sehe aber nichts, dass hier die Blinker funktionieren. Leider nicht. Dann schauen wir mal hier das normale Licht. Das normale Licht hier funktioniert. Ah, jetzt geht. Wieso geht jetzt das? Aha. Interessant. Ich schalte mal den aus. Den anderen drüben jetzt da auch aus. Gehen wir jetzt so rüber. Den fällt der besser. Den auch aus, dann ist weniger Lärm. Also ich drücke hier jetzt F. Mit F gehen die Blinker an. Wo keine Blinker sind, gehen die Warnblinker. Wenn ich jetzt 2, 3, da tut sich da gar nichts. Drücke ich noch einmal F. Blinken immer noch. Also jetzt ist es aus. Drücke einmal F. Blinkt zweimal F. Immer noch an, dreimal F, viermal F. Also jetzt viermal gedrückt, dann ist das eigentlich aus. Also die Spiegel ja funktionieren. So innen drin, ja, das Toyota Lenkrad, toll gemacht. Das Lenkrad hier ist auch animiert, ich schalte mal ein. Es läuft da. Schalte ich mal hier, dass man sieht hier, also 110 Liter, ein Liter schon weg. Also die Spiegel funktionieren, wie man sieht. Ist jetzt umgefallen? Ja, ist jetzt umgefallen. Okay. Nehmen wir mal den anderen. So, wir bleiben jetzt in der Ansicht. Da hat hier hinten eine enge Kupplung. Also möchte ich gar nicht jetzt noch testen, ob der jetzt auch gleich umfällt. Also 20 km/h habe ich jetzt gerade auf. Das ist sehr schnell. Ich fahre jetzt langsam jetzt mal ran. Also mit der Lenkung, das passt ganz gut. Sehr genau. Die Kupplung funktioniert auch. Können wir mal schauen, ob wir den anderen jetzt aufrichten können. Also weiter runter geht jetzt die Gabel komischerweise nicht, wie man sieht. Vielleicht liegt es jetzt an der Ballengabel. Mal schauen, ob der jetzt hier funktioniert. Geht's weit weg noch? Ja, bin noch weit weg.
So, jetzt haben wir den hier aufgerichtet. Können wir mal den Kurventest nochmal wiederholen. Ja, also. Also, ich hab's geschafft, irgendwie, dass er doch wieder sich aufrichtet. Ich sollte doch nochmal den Motor ausschalten. Dann werden wir jetzt gleich hier nochmal schauen, ob man die Gabel runterkriegt. Weil ich habe hier vorne ja noch. Aber irgendwie. Ja. Kam mir das ein bisschen komisch vor. Schauen wir nochmal die Lok an. Ich habe hier ein Warning. Und den Diode drin, irgendwas mit dem I3D habe ich da. Also, ja, das liegt an der Gabel, hier die Gabel, hier die geht ganz runter, das liegt an der Ballengabel, die Ballengabel geht nicht ganz runter. Die Ballettengabel schon, hier vorne haben wir hier, habe ich hier den Baumsitzringe noch drin stehen, aber wir nehmen hier diese Art Gold, Saat. Gut, Box hier mal. Können wir mal schauen. Da geht es sehr weit runter. Und dann gehen wir mal so vor. Also, da sieht man jetzt, wie hoch ich die kriege. Die Palette. So, schneiden wir hier runter. Schauen. Ja, funktioniert. Rückwärts fährt da. 20 km/h und vorwärts vorsichtig mit der Kurve fahren, um die gerade Kurve. Jetzt geben wir mal Gas. Ja, 50 km/h fährt er. Bremslicht geht nicht, aber dafür gehen die Warnblinker an. Schauen wir jetzt erstmal, ob die Schraube in die Spuren liegt. Kommt auch eher vor, dass die Vorderräder, also nicht die Antriebsräder sind, weil der eher schiebt ist ja so komisch her. Spuren, ja, legt er auch. Passen auch hier zum Profil, wie man sieht. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, schaust du da rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.